Hey, Schnusch, Leute, willkommen zu Runter von meinem Rasen. Ich bin Chess von Rain of Hive und das ist endlich mal wieder Let's Show. Ich komme endlich mal wieder dazu, sowas zu tun. Und, ich bin letztens auf Steam auf dieses durchaus merkwürdige Spiel gestoßen. Wir sind hier Mr. Knubbelfuck, was auch immer. Er ist klein, er hat ziemlich kurze Beinchen. Und die Story des Spiels ist im Grunde, Aliens landen in seinem Garten, begrüßen ihn mit einer Schachtel Pralinen und alles, was er sagt, ist runter vor meinem Rasen und schießt dem Vieh ins Gesicht. Kann nicht schlimm werden, also. Okay, wir können uns. Wow, wir sind Ninja. Okay. Yo. Das Spiel ist übrigens frei. Free to play. Also, wir erwarten nicht zu viel. Wir haben auf jeden Fall eine unglaublich präzise Shotgun. Nur mal so. Für so eine Donnerbüchse ist das Ding ganz schön, you know, präzise. Welle 2. Oh mein Gott, ich muss auf... Keep him coming. Ah. Ah. Alter, die tun mir voll leid. Vor allem... Merkt niemand, dass da ein fucking Raumschiff in der Mitte rumschwabbelt? Und sollte er vielleicht nicht mal gemerkt haben, dass die Leute nicht so... Okay, ich meine, guckt sie euch mal an. Immerhin sie sind blau, immerhin sind sie nicht grün. Schlimm wäre es, wenn sie grün wären. Aber hier unser guter Freund Mr. Knubbelfuck ist abnormal agil. Deine Kombo-Punktbestand erhöhen mit einem Treffer für 4 Treffern geht darauf zurück. Während du Feinde tötest, werden sie zuerst wie gefallene können genutzt werden, um Upgrades und Power-Ups zu kaufen. Cool. Kann ich das jetzt tun? Das war uncool. Ich wusste nicht, dass ich mit Maus. Yo! Hat ein Jetpack! Warte. Ach, hier klick. Okay, gut, das ist nur Option. Sonst habe ich nichts anderes? Was ist, wenn ich 1 drücke? Wenn ich 2 drücke, passiert gar nichts. Okay, gut. Dann haben wir einfach noch nichts. Boing. Was ist das hier? Wow, ich setze die einfach mal alle an. Bye, bye. Hi. Das ist schon ziemlich dämlich. Was ist das hier? Raging. Raging. Ja, der Alte ist sowieso nicht mehr ganz bei Trost. So von da. Ach, goddammit. Da löst sich ein Schuss. Vor allem eine Shotgun mit unendlich Munition. Ist sowieso okay. Das Auto da eben hat es auch nicht bemerkt, ne? Ich meine, es ist free to play. Was erwarten wir? Wir dürfen nicht ein gratis Geschenk entgegennehmen und glauben, dass es Krebs heilt. So ist es nun mal. Deswegen, ich finde Steam hier Kritiken finde ich sowieso immer witzig. Weißt du, die Leute nehmen ein Free-to-Play-Spiel. Also wirklich etwas, wo du nichts für bezahlen musst, außer es runterzuladen. Nur mal so. Du musst es nur runterladen und kannst es direkt spielen. Keine Konsequenzen, kein gar nichts. Du hast nichts bezahlt, alles tutti. Ist wahrscheinlich auch irgendein MOBA-Game, wenn es, würde mir jetzt hier... Wenn man sich so anguckt, ist es garantiert ein MOBA-Game. Das heißt ja eigentlich MOBA, was laber ich da? Hier ein, Dingens. Hier, Tablet-Game oder irgend sowas. Bye-bye! Darf ich irgendwann mal einkaufen? Ich habe keine Ahnung, wie viel von euch ich... Du Arsch! Die mit dem Jetpack sind echte Arschlöcher. Ah. Kann ich irgendwo... Ach, die weichen auch so aus. Okay, sonst kann ich aber nichts tun. Nö. Piss off. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Runter von meinem Rasen, ihr Säcke! Na dann mal. Auf jeden Fall deine geile Stimme. Ah, shit.
Absturz. Okay, ich bin auf Stufe 5. Oder geht das so lang, bis ich draufgehe? Ich meine, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so lang geht, bis ich draufgehe. Fuck. Was? Jesus. Alter, wie viel halten die aus? MVP! Okay, und das Spiel mag es offenbar, mich mit Achievements zu beschmeißen. Schön und gut, habe ich ja nichts gegen. Ich sage hier nichts gegen gratis Achievements. Stirb aus! Alter, ihr habt eine fucking Rüstung! Nö, gibt's nicht. Shit, Stufe 6. Ihr habt ein Auto! Ach du Scheiße! Ah, stirb aus! What? Blöde Alien-Scheißkarre! Scheiß Toyota! Alter! Ich mach mich bis dahin ganz gut, aber auf jeden Fall kommen jetzt hier mal andere Gegner. Ihr klingt irgendwie missverstanden. Kann das? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ihr seid einfach missverstanden. Ich meine, was kommt ihr auch unbedingt? Was wollt ihr unbedingt in meinem Garten? Das ist. Es ist halt ein oller Zeitvertreib. Was erwartet man? Wie gesagt, du darfst nicht erwarten, hier was gratis zu bekommen und dann auch noch Ansprüche zu stellen. Und wenn du es doch tust, bist du ein ziemlich assiger Mensch. Bin ich ganz ehrlich. Das kann ich nicht leiden. Wow. Wow. Naruto. Weißt du, ich kann einfach Leute nicht ab, die hier Sachen gratis bekommen und dann auch noch Ansprüche stellen. Krieg ich mal Krätze bei. Ach, die haben eine Jacke. Deswegen. Oh, shit. Nein. Ah, shit. Beef. Da war Beef. Warum? Was bist du denn? Oh, shit! Aha. Was, deine Eingangsveranda? Caps, ne? Die Eingangsveranda wird beschädigt, wenn die Außerirdischen sie treffen. Deine Gesundheit null erreicht, werden die Außerirdischen Murray ausrauben. Ja, kein Wunder, er hat sich benommen wie ein Arschloch. Oh, ich bin tot. I'm dead. Rangliste, Platz 1 ist 8000. What? Ich könnte es auf Facebook teilen oder auf Twitter. Okay, was sagt der... Yo. Oh. Nein? Jetzt sag mir nicht, dass... Wow. Ich kriege aber einmalig was frei. Danke. Das ist euer Ernst. Es ist euer Ernst. Echt hier Micromanagement. Are you fucking serious? Ist ja wohl nicht euer Ernst. Gib mir die hier. Die kann ich aufleveln auch noch. Ich find's auch geil, wie das... Ach so, man muss das so dragen, damit das geht. Die Wundertüte. Oh shit, keine Wundertüte. Okay. Drücke 2, um das Gewehr zu... Was ist am Gewehr anders? Ach du Scheiße, es ist einfach nur... Oh shit. Das Gewehr ist Bullshit. Kann ich einfach Mausrad? Nee. Ach du Scheiße. Halte alle drei Gewehre. Hab ich doch gar nicht! Ich hab nur zwei! Ich hab nur zwei! Und das Ding ist shit! Na komm mal her, Dude.
Komm mal her! Bam! 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 Ach, bis dahin geht er. Bam! Ich geb euch! Bam! Dann machen wir jetzt mal hier unten was vor. Bam! Einfach mit der Knarre. Das war Bullshit! Boom! Ich hab nicht mal alle drei Waffen! Boom! Na komm her, komm her! Gadabum! Vorbei. Ich versuche lieber Kombos. Ich glaube, das ist effektiver. Aber, okay. Man muss. Es ist echt auf Micropayments ausgelegt. Das ist jetzt mehr als nur klar. Not on my watch. Weil man kriegt hier nicht viel. Es sei denn, du hast richtig gute Kombos. Ergo, du wärst richtig präzise. Was ich definitiv nicht bin. Vor allem nicht, wenn ich heute noch arbeiten muss. Ich muss echt, ohne Scheiß, es ist jetzt hier wieder so eine Voraufnahme. Ne, Vorarbeitaufnahme. Aber ich wollte noch was jetzt. Ich wollte jetzt endlich mal wieder was fürs Wochenende haben. Gerade weil ich jetzt. Ich muss heute, no shit, bis 21 Uhr arbeiten. Und morgen habe ich wieder Frühschicht. Ich weiß, nicht cool. Wir schreiben heute Donnerstag, denn ich habe keinen Bock zur Arbeit zu gehensten. You don't know who you're messing with. Yeah, mal drei. Das gibt irgendwie auch nicht mehr viel mehr, aber egal. Mal gucken. Bis auf wie viel der Multiplikator hochgeht. Aber in Anbetracht der Tatsachen zu sehen, wie viel man braucht. Das ist echt hier ein Handy-Game. So ein Facebook-Game. Mit Facebook-Games kann ich nichts anfangen, sage ich es mal so. Aber ich meine, es sieht gar nicht so schlecht aus. Seien wir ehrlich, es ist Free-to-Play. Wir sind nicht wählerisch. Und es sieht nicht so schlecht aus. Ich habe schon mal für Free-to-Play Schlimmeres gesehen. Viel Schlimmeres. Außerdem finde ich es witzig, dass die... Es hat so diesen... Es hat nicht komplett den Plants vs. Zombies-Charme. Aber es hat ein bisschen was davon. Die Entwickler hatten garantiert dieselbe Idee. Nur mit weniger Zombies und weniger Pflanzen. Ich habe, glaube ich, irgendjemandes Score zerstört. Ich habe irgendwem den Tag ruiniert. Die Knarre ist um so vieles besser. Warum sollte ich die andere nehmen? Yeah, V5. Oh, du konntest nicht wechseln. Alter, wir haben trotzdem gerade mal 200. Der Multiplikator bringt Jack Shit. Ist echt so, der Multiplikator bringt Jack Shit. Ich glaube, der ist echt für Punkte da. Oder? Und nicht für die Orbs. Ich meine, es wurde gesagt, dass das für die Orbs ist, aber... Ich habe das Gefühl, das ist es nicht. Nein! Hm? Fuck it! Ich will die Laserknarre aber haben. Okay. Vor allem, ich habe das Achievement. Es gibt drei Waffen im Spiel. Und ich habe nur zwei. Aber Spiel sagt, du hast alle. Also entweder will mir das Spiel sagen, dass ich sie nicht alle habe, was ich auch akzeptieren würde. Du stirbst jetzt aus. Shit. Neue Höchstpunktzahl. Wahrscheinlich, okay, wahrscheinlich, weil ich so lange Multiplikator hatte. Come get some. Power OP. Scheiße. Not on my watch. Okay. 2000, wir haben aber um einiges geileren Score jetzt. Unser Score ist gerade um einiges cooler. Not on my watch. Verpisst euch! Shit. Nimm deine Vegeta-Rüstung und verpiss dich.
Oh shit, ich mach dann mehr Schaden. Die kill ich dann One-Shot, holy shit. Und das hält ein Stück. Ich bin immer noch am Brennen. Jetzt nicht mehr. Oh boy. Oh shit, ich hab jemanden den Tag ruiniert. No. Damn it. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall einen geileren Score. Not on my watch. Nicht auf meiner Sicht. Verpiss dich, Vegeta. Prinz aller Spastis. Not on my watch. Ja. Nimm das, Vegeta. Oh, shit. Ich kann die alle zurückpushen, what? Nein! Nein! Da ist kein Löffel! Da ist kein Wasser in dieser Luft! Oh shit! Und sie tanzen! Der eine klatscht nur, aber die anderen tanzen! Ja, also, ne? Die Sachen sind teuer, wir haben... Alter, wir haben fast gar nichts. Eine Raygun. Wir können uns eine bessere Abwehr holen. Wir können das Ding... Die Dinger uns holen. Moment, die kommen... Moment mal. Die Dinge kommen nicht wieder, die muss man sich kaufen. Jesus Christus. Bis zum nächsten Mal. So, ja, Leute, das war, ja, runter vor meinem Rasen. Vielleicht ist euch das eine Lehre und ihr geht einfach nicht auf meinen Rasen. Oder ihr gebt tatsächlich Geld aus und dürft dann tatsächlich die Rechte haben, Erwartungen zu haben. Entweder das oder das. Bis zum nächsten Mal, so, ja, Leute. Bah!